Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Zero, die Maske der Mondfinsternis. Ich habe gehört, wir müssen in den Keller. Es ist ein paar Tage her, seit ich gespielt habe. Kommen wir mit dem Aufzug in den Keller? Jetzt müssen wir mal gucken, wie und wo und wie wir da hinkommen. Ich weiß es gerade gar nicht. Keller? Kommen wir hier in den Keller? Hallo? Bringst du uns in den Keller? Nee. Nee. Dann, brauchen wir hier ja gar nicht zu sein. Gehst du mal bitte wieder raus? Oh, ich hab vergessen, wie wundervoll die Steuerung in diesem Spiel ist. So. Keller. Oh. Wir müssen doch mit dem Aufzug fahren. Upsi. Fast vergessen. Gut, dass der doch hier ist. So. Wir wollen doch in den ersten, bitte. Ins Erdgeschoss. Dankeschön. In welcher Phase sind wir gerade eigentlich? 6. Okay. Klingt doch schon mal ganz gut. So. Wow. Oh, oh. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Ich muss jetzt... Wir können eine Runde gehen, oder? Wir können eine Runde gehen. Lauf schneller. Lauf. Lauf. Ganz, ganz schnell. Einfach laufen. Wir tun so, als wäre niemand hinter uns her. Ich wusste nicht, dass solche Encounter auch passieren. Als wäre das Spiel nicht anstrengend genug. So, wie ging es denn jetzt in den Keller? Müssen wir jetzt nochmal gucken. Welche Tür das war. Können wir gucken, was für eine Tür das war? War das die Tür in den Keller? Rumpelkammer? Nee, nee. Nee, nee, nee. Dann war das die Tür, oder? Oder? War das die Tür? Wir waren doch durch irgendeine Tür in den Keller gegangen. Wir finden es raus. Ich muss nur genug hier rumlaufen und gucken. So, wir machen hier nochmal hier kurz. Als schönes. Schwupsa. Nein, doch, nein, okay. Ah, ich wollte was gucken. Ich bin so blöd. Eine kurze Sache. Allgemein. Betriebsmodus. Suchmodus. Ich will nur kurz was gucken. Das sieht... Hä? Foto... Ach so. Ach so, warte. Bin so blöd. Okay, keine Ahnung. Wo läuft man denn dann da? Das ist halt auch nicht schlecht, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was besser ist. Ist eigentlich komplett wurscht wahrscheinlich. Ist komplett wurscht. Ich hab gehofft, dass ich Tasten umbelegen kann eigentlich, aber ich glaube nicht. Ich hätte halt gern Tasten umgetauscht. Die fürs Rennen und die fürs Umdrehen. Weil ich super oft, wenn Geister kommen, den Stick drücke, um zu rennen. Und dann drehe ich mich aber die ganze Zeit. Das ist halt voll doof. So ging es hier jetzt in den Keller. Hier ging es doch in den Keller, oder? Nee, das war der Innenhof. Aber von hier kommen wir in den Keller.
Ich weiß nicht mehr, wo der Weg zum Keller ist. Hier ist sogar noch irgendwas. Okay, ich hab's gehört. Sehe ich's auch da oben? Ach so, das war der Stein. Ich erinnere mich. Das war nur der Stein. Wir kommen von hier in den Keller. Boah, das windet aber ganz schön. Mit deinem kurzen Kleidchen da ist doch bestimmt kalt. Hättest du mal eine Jacke mitnehmen sollen. Wobei, es kann ja nachts auch ziemlich warm sein. So. Keller. Bitte. Bitte, Keller. Ja. Das ist Keller, oder? Boah, klingt das ätzend. Ja, hier waren wir aber schon, ne? Ist schon richtig, genau. Aber... wohin in den Keller? Das ist jetzt so meine Frage. Ich meine, da ging es zum Pfad der Reinigung. Ist das richtig? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, tatsächlich. Da auf dem Boden. Sprengobjektiv, das klingt cool. Oh, nice. Warte mal. Falsche Knöpfe. Das ist der richtige. Objektive. Was haben wir denn hier? Durchstoßen langsam. Schmettern. Nö, dann nehmen wir den da. So. Finde ich gut. Das ist sogar schon krass. machen wir das. Finde ich nämlich auch ziemlich gut, tatsächlich. Das ist das. So, oh, hier haben wir gar nichts mehr an Punkten. Gut, gut, gut. Nehme ich einfach mal jetzt so hin. Das heißt, wir mussten. Also, das heißt, ich bin richtig, ja? Ich dachte, ich wäre hier schon gewesen. Wo ist denn? Mal kurz gucken. Da war eben was blau. Aber offenbar nicht hier. Hier vielleicht? Vielleicht da unten einfach. Keine Ahnung. So. Alles klar, ich gehe trotzdem. Drehen! Lauf, 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 lauf. Boah! Boah! Holy! Der tötet mich! Der tötet mich! Der ist aggressiv. Das ist ein aggressiver Mistgeist. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Nein. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Hilfe! 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 Warte, warte, warte. Oh Gott. Okay, ich sterbe jetzt. Definitiv. Hier drinne krieg ich den nicht tot. Kann ich euch direkt schon mal sagen, ich krieg den ja nicht mal anvisiert. Ich krieg den nicht mal anvisiert. Hör auf! Du Pisser! Hier ist zu wenig Platz einfach. Dann trifft es nicht mal. Ich krieg den halt gar nicht. Ja, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Das ist nein, nein, nein. Ich überlebe das nicht. Oh, das ist ja grässlich. Hol doch deine Kamera jetzt raus, Mann. Oh, nee, ich treffe den einfach nicht. Ich werde heute meinen Stein brauchen, meinen ersten. Jetzt nimm doch auch deine Kamera wieder raus.
Das war das getroffen? Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Please don't. Please don't. Das war halt nicht getroffen. Zur Hölle mit dir, du. Ich muss Sachen drücken. Ich habe vergessen, Sachen zu drücken. Boah, wie das einfach nicht gezählt hat, Mann. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse diese Mechanik, Mann. Hört jetzt auf. Wo ist denn der? Da schon wieder. Ist es... Wieso denn? Ich treff den halt gar nicht. Weil hier überall verkackte Mistbände sind. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich mach dem halt keinen Schaden. Wie soll man den denn treffen? Meine Fresse, ey. Hör doch einfach auf zu existieren. Ich hab das Spiel auch viel zu laut. Er ist natürlich... Wo bist du denn jetzt? Ja, wie denn? Wie denn? Wie denn? Wie denn? Moment. Ich hasse das. Mach dir mal ein bisschen leise. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse das. Okay. Kamera raus. Wir wechseln den Typ. Wir versuchen ein Stück zu gehen. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Da. Hä? Ach, leck mich doch einfach. Leck mich doch am Arsch. Oh, natürlich. Ich kotze einfach. Ich kotze im Strahl. Dieser Mist hier. Ich drück doch. Wie oft? Nein, nein, nein. Ich hab halt gedrückt. Wisst ihr, ich hab halt wirklich gedrückt. Ich hasse das. Ich hasse alles daran. Ich hasse alles daran. Wo ist denn der jetzt? Oh Mann, ey. Oh, ich hasse alles daran. Wie soll ich das ertragen? Das fängt ja gut an, diese Aufnahme. Ich habe richtig Motivation. Man kommt da nicht rein. Okay, ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich dachte, ich muss in den Keller. War das jetzt auch gelogen? Mistkerl. Ja, wo muss ich denn dann jetzt hin? Ich bin doch im Keller, oder? Was ist das denn jetzt? Kann ich da reinspringen? Hier soll irgendwas sein. Keine Ahnung was. Offenbar nix. Keine Ahnung. Man kann hier auch immer alles so gut anvisieren. Ja, kann ich da jetzt rein? Nö. Das ist einfach da jetzt. Ich glaube, das war vorher nicht da. Ich weiß halt nicht, was wir jetzt hier suchen. Wieso bin ich hier? Wieso bin ich hier? Bin ich wieder den falschen Weg gegangen vielleicht? Muss ich von der anderen Seite eigentlich kommen, damit es richtig ist? Ich weiß es nicht. So, wir sind jetzt wieder hier. Tada, wir haben gespeichert. Ich will nochmal richtig speichern. Das war gerade zu heftig für mich. Aber wo müssen wir? Erkundet den Keller. Ja, aber da waren wir doch jetzt. Oder sehe ich das falsch? Ich komme ja da nicht unten rein. Aber das ist halt schon der Keller, oder? Wir gehen noch mal von hier. In der Hoffnung, dass aus der Richtung jetzt irgendwas passiert vielleicht. Nichts Schlimmes hoffentlich. Ich bin mir sicher, dass das der Keller ist. Das kann ja nichts anderes sein.
Oder geht's noch weiter runter? Ich weiß es halt leider gerade nicht. Aber hier soll ja angeblich irgendwas sein, was ich verpasse, oder? Aber hier passiert ja nichts. Muss ich da erst Foto machen? Nee, auch nicht. Ich muss kein Foto machen. Hier ist aber auch nichts, oder? Ich denke mal, ich übersehe gerade noch irgendwas Wichtiges. Na. Nimm das. Das da, bitte. Wow, okay, das ist cool. Das ist cool, aber ich weiß gerade nicht, was die... Guck mal, Kellergeschoss. Erstes Kellergeschoss. Da kommen wir nicht hin. Da geht's in den Innenhof. Wir müssen doch eigentlich dahin. Oder was meinen die mit untersuche den Keller? Erkunde den Keller. Ich bin verwirrt. Ich sag's, wie es ist. Ich bin verwirrt. So, wir können jetzt eigentlich nichts Cooles verbessern. Leider. Müssen wir noch mal ein bisschen warten. Ich will halt unbedingt die Kraft verbessern. Ich baller jetzt alles einfach in die Kraft rein. So, aber wo geht's denn? Wo finde ich denn jetzt was? Ich meine, hier hat auch noch was geleuchtet. Vielleicht hilft mir das. Oder? Oder leuchtet jetzt hier nichts mehr? Gibt's hier jetzt doch nichts mehr für mich? Muss ich die Tür fotografieren? Nö. Oh mein Gott. Hat sie da einfach gesessen? So, es kann ja jetzt nicht sein, dass das eine komplette Folge ist, in der ich nicht weiß, was ich zu tun habe. Aber hier kommen wir ja nicht durch. Und ich bin doch im Keller. Ich bin ja offensichtlich im Keller. Ich verstehe es schon wieder nicht. Das Spiel sagt, geh in den Keller. Aber warum? Ich meine, ich habe halt ein paar Tage nicht aufgenommen. Vielleicht ist irgendwas gewesen, was ich jetzt einfach vergessen habe. Aber das brauchen wir ja auch nicht mehr. Ja. Und das brauchen wir nicht mehr. Vielleicht müssen wir jetzt noch mal von der Seite da lang gehen. Vielleicht passiert dann was. Kann ja gut sein. Wir kennen ja das Spiel. Gehen wir mal hier lang. Gibt's noch einen anderen Keller? Gibt es noch einen anderen Keller? Das ist jetzt natürlich auch eine gute Frage, ob es noch einen anderen Keller gibt. Wir gehen mal gucken. Ich meine, ich habe jetzt wirklich jede Ecke eigentlich hier abgesucht und absolut nichts Hilfreiches gefunden. Deswegen laufen wir jetzt einfach noch mal ein bisschen rum. Ist hier irgendwas? Hier ist ja auch noch irgendwas, oder? Die Tür ist verrostet und lässt sich nicht weiter öffnen. Das scheint eine Umkleidekabine für den Pool zu sein. Ist da eine Puppe drin, ne? Nö. Keine Puppe. Ist auch nichts, ne? Kann man hier ran? Nö. Gut, gehen wir hier noch eine Runde. Da ist was. Im Wasser des Pools spiegelt sich das Mondlicht wieder. Die Oberfläche schimmert dunkel, den Blick auf die Tiefe verbergend. I. Okay. Hier ist auch nichts. Rennen wir jetzt durch das ganze Gebäude und gucken mal, wo wir eigentlich hin müssen, oder? Das ist eine gute Idee. Irgendein Geist wird uns doch bestimmt verraten. Das nehmen wir mit. Wo es hingeht. Dankeschön. Wenigstens das. Ich hätte zwar gern noch ein bisschen Heilung gehabt,
Aber offenbar finde ich hier jetzt erstmal keine Heilung mehr. Weiter. So. Von wo müssen wir jetzt kommen? Um in den Keller zu gehen. Ich meine, durch den Aufzug ja nicht. Der Aufzug geht nicht zum Keller. Ist hier die Tür jetzt offen? Nö. Auch nicht. Oh, 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 was? Oh, was? Ah, okay. Ja, mhm. Danke, danke, danke. Es war ein dämmeriger Raum, womöglich unterirdisch. Ahahaha. Die labern mich voll von wegen, erkunde den Keller. Und da muss ich zu der Tür eigentlich gehen. Und die auch noch anklicken, damit es blau wabert. Jetzt darf ich hier runter. Das ist ja wohl ein Witz. Ich bin froh, dass ich es gefunden habe, aber das war jetzt schon ein bisschen gemein. Ein bisschen arg gemein. Oh ja. Hi. Frau wandert umher. Haben wir schon gemerkt. Kannst du bitte gehen? Ich mag das nicht, wenn ich nichts sehe. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier richtig. So, Loch im Boden. Da haben wir es doch. Oh, wir können da greifen offenbar. Oh Gott. Was sollte man da greifen können? Ah, ein Eisenschlüssel. Unter dem Fußboden liegt ein alter Schlüssel, auf dem Verbindungsgang eingraviert ist. Das wird jetzt die große Tür oben sein, oder? Ja, sehr gut. Wundervoll. Ah! Schwester im Wachdienst. Kannst du mich mal bitte nicht so erschrecken? So, schnell jetzt, schnell. Wir müssen es da hochschaffen, ohne zu sterben. Hahaha. Wehe, hier kommt jetzt ein Geist. Hier ist es doch viel zu eng. Guck mal, wir gehen jetzt aber auch nochmal direkt am Speicherpunkt vorbei. Wie ich das liebe. Richtig viel Spaß haben wir hier zusammen. Guck mal, jetzt spiele ich das Spiel und kack mir in die Hose, damit ihr es nicht müsst. Ist das nicht schön? Ich frage mich, was ihr euch denkt, während ihr mir hier zuguckt. Das ist nochmal so eine... Das wüsste ich gern. Yay! Verbindungsgang! Okay. Sieht aber aus, als wäre hier nichts. Da ist noch so Kistchen. Das interessiert uns aber offenbar nicht. Da ist sogar was drin. Ist ein Püppchen hier zufällig? Dahinter hier so? Nö. Kein Püppi. Aber was zum Aufheben. 10 rote Steine. Ist es jetzt wurscht, wo wir lang gehen? Ja, ne? Schon. Okay. Ich habe keine Angst. Ich wusste es. Ich wusste es. Wo? Da. Oh Gott, es sind mehrere. Wieso denn? Wieso tut ihr mir das an? Boah, haben die viel Leben, ey. Leck mich doch. Das packe ich doch nicht. Ich werde jetzt sterben. Okay, der hat nicht ganz so viel Leben wie der da. Oh, sehr gut. Okay. Okay. Ich gehe mal hier schön in die Wand rein. Ah! Komm schon, visier den doch an, anständig, Mann. Oh, oh, warte. Warte, wo bist du? Wo? Da. So, wir machen den mal mit fetten... Mit fetten... You know what I mean? Okay, da ist der nächste. Immer schön abwechselnd, immer schön abwechselnd. Du bist dahin, oder? Nee, der ist... Ist der jetzt schon tot?
War der jetzt tot oder nicht? Der hat auf jeden Fall nicht so viel Leben mehr gehabt. Wartet doch. Was passiert mit dir? Oh Gott! Okay, jetzt ist er tot. Jetzt ist er... Wow! Oh, jetzt bist nur noch du übrig. Oh, das hat geholfen, oder? Oh. Okay. Nee. Der ist noch da. Wieso? Wo? Da, in der Treppe. Der ist sogar noch da. Der hat aber echt eigentlich kein Leben mehr. Jetzt. Oh Gott, okay. Okay, we did it. Wir haben es geschafft. Ja. Ist hier irgendwas für mich? Mal kurz umgucken. Mal kurz atmen vielleicht. Oh Gott. Ich brauche halt Heilung, ne? Seht ihr auch so. Heilung wäre toll. Ich meine, ich habe jetzt noch einen meiner Steinchen. Das ist schon mal sehr, sehr gut und sehr hilfreich. Oh Gott. Ach, hier sind wir. Ah. Ah. Okay, irgendwas muss ja gleich. Immer noch Keller. Wir müssen also dahin, wo Oshishiro oder so. Hab seinen Namen vergessen. Können wir die Treppen runter oder sollen wir den Aufzug nehmen? Wir versuchen mal die Treppen. Ich meine, das Video gerade hat uns beides gezeigt. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, hier kennen wir uns ja aus. Wundervoll. Wundervoll. Ich würde aber sagen, für die Folge langs in den Keller gehen wir in der nächsten Folge. Es würde sonst den Rahmen sprengen für meine Nerven. Dann danke ich hier wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!